Hallo und herzlich willkommen zu Life of Brianna. nicht Rihanna, Brianna. Brianna. Das ist die kleine Brianna. Ja, so sieht's aber auch aus. Ich mach mal fix einen Screenshot. Ach. Mit Eggie, Daddy, Daddy, Eggie, 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 ey. So, was könnten unsere Helden zuerst tun eigentlich? Ja, erstmal einziehen. So richtig. Ah. Zeig mal her, du bist eine Grundschülerin, ne? Ja, bin ich. In Warum? zwei Fähigkeiten Level 4. Was ist das für eine Schule, bitteschön? Du musst aber in zwei Fähigkeiten Level 4 erreichen, bevor du hier eine bessere Note kriegst. Das ist ein bisschen Tja. schiebig, würde ich sagen. Zur Schule gehen, wenn Energie geladen. Natürlich, die Mutti sitzt schon wieder am Computer. Unsere macht gar nichts. Was könnten wir für Fähigkeiten kriegen? Wir sagen, lernen wir Geige. Kinder. Menschenskinder. Ich brauche eine Kindergeige. Natürlich brauche ich eine Kindergeige, Eine weil. Rindergeige. Eine Kindergeige. Ach so, eine Kindergeige. Was ist das denn? Du sollst nicht sitzen, Brianna. Was ist bitte eine Kindergeige? Brianna, du sollst nicht schlafen. Könnt ihr mir das jemand Ja, die bitte kann doch nicht erklären? malen. Also malen kann sie später mal. Dafür ist sie noch zu klein. Da muss er halt nur Geige üben. Was gar nicht mal so sinnvoll ist, weil warum kann die nicht malen? Oder ich Ja. brauche vielleicht eine Kinderstaffelage. Ich glaube, die gibt's aber nicht, die Kinderstaffelladen, weil sonst würde es mir das bestimmt sagen. Ja, ich bin die kleine Brianna. Und ich spiele. Was will der schon wieder hier, ey? Stalker Dad! Wow, klingt mal gar nicht so schön. Spaß geht aber hoch, die Blase geht runter. Die Blase geht runter, das ist gut. Also, wenn wir mal nicht angefangen haben. 10 nach, also. Ja, das muss man so. Ach gut, du hast ja sowieso nur eine Zeitblendung in deiner Ja, ganz Aufnahme. genau. Was steht da? Maria Nazareth hat die Schelmfähigkeit Schelmfähigkeit fertig gemacht. erlernt. Ja, die bildet sich halt so ein bisschen Er weiter, guckt die ins ist. Wortkanal der Daily und sie provoziert den Foren. Das ist ein Hater oder was, Alter? Na, wahrscheinlich, ja. Die hat wahrscheinlich im Leben nichts. Es gibt nichts zu Spur mal vor, bis erreichen. sich die gute alte Brienne das erste Level gegönnt hat. Schingelinge, Sehe ich Schingelinge, eigentlich. Sehe ich. Schingelinge, 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 Wap. Schinge, 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 Alles da Schinge, schon Schinge, einen Wap, Gassen, Wap, ey. Wap. Wap, 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 Wap. Jetzt kommen sie ins Kinderzimmer und. Und auf die Fresse, ey. Was soll das? Das machen die nur für die, oder? So, Ja. guck mal, wir haben uns lieb und draußen hauen sie sich die Bücher um die Ohren. Die Frage, wo kann man hier mal nachlesen? Weil das Kind, das hört das ja nicht, was im Wohnzimmer los ist. Wo? Okay. Ja, oh, diese dummen Tutorials gehen einem auf den Sack und du fragst dich, warum kommen die immer wieder? Noch 52 Tage bis zur nächsten Altersstufe. Ja, Ja, Brianna. das wird ein langes Leben. Das ist ein ewig langes Leben. Das wird ein Langes langer Leben. Weg. Wer ist das denn? Der Elena Road. Reisen. Nö, Bitte? wir reisen alleine. Die kenne ich gar nicht. Ich auch nicht. Ladebildschirm. Ladebildschirm. Und. Wo will die hingehen? Ach, als Special der ersten Folge können wir doch mal die guten alten Freunde besuchen. Wenn jemand zu Ja. Hause ist. Leider wird es nichts mehr mit dem Sohn, sich zu verkuppeln, weil. Das könnte ein bisschen in die falsche Richtung gehen, dann sagen wir es mal so. Fangalinga zam zum einsamen Bächlein. Oh, hat die Charisma-Fähigkeit erworben. Maria, Maria, Maria. In the heat of the night. Maria Magdalena. So. So. Also Hast du kannst du schon. jetzt quasi einfach so bei denen reingehen. Ja, eigentlich habe ich. Ich habe geklopft und niemand hat schon gesagt, herein. Ach so. Ja, die sind Guck dir halt das mal sehr an. intelligent, die gerne groß. Der Herr gerne groß, der wie immer auch immer noch in seinem Bademantel rumläuft. Also, der hat auch Ja, nichts das anderes. ändert sich auch nicht. Die Mutter hat ein bisschen kürzere Haare gekriegt, aber Ist ein bisschen in ansonsten. die Hippie-Richtung gegangen. Das war sie schon immer. Ja, aber jetzt ist es ja richtig, Und natürlich der richtig gute extrem. kleine Gerd Maria, yo! Der Schnörkel, ey.
Der ist jetzt zum kleinen Akro-Hannes geworden. Das sieht doch auch ein bisschen schleimig aus, muss ich sagen. Hallo? Tut nicht so, als würdet ihr lesen. Wir wissen, dass du nur saufen gehst und dass du auf einer Militärakademie warst. Warum soll er nicht lesen, wenn er auf einer Militärakademie war? Weil ein Akro-Klaus geworden ist. Komm, wir reden mit dem. Nein, ich möchte da nicht sitzen. Ich möchte mit dem Gerd, Maria. Lustig vorstellen. Wir stellen uns mal lustig vor. Ah, guck mal, da ist ein seltsames Kind. Ja, irgendwie ist es. Jetzt kann man mit dem Kind. Können wir es behalten? Eigentlich müssen wir die Lebensdauer mal als Kind ein bisschen runterstellen. Oder wir machen uns dann selber älter, weil als Kind kann das man. Das ist ein Alien, oder? Ja. Ich würde sie gern verbrennen. Das ist noch ein Hippie, ne? Kinder verbrennen. Ja. Hallo, ich bin die Brian. Nee, ich würde sagen, 52 Tage, es könnte doch sein, da ich das lange Leben gern lassen würde, dass wir lieber, dass wir irgendwann einfach nach ein paar Folgen selber sagen, wir machen es jetzt schon mal zu einem Teenager, weil als Kind kann man halt ultra wenig machen. Wir führen jetzt erstmal ein lustiges Gespräch. Lass sie doch das lustige Gespräch führen. Das ist nur allgemein ein lustiges Gespräch, das beenden die nicht, weil das ist eine lustige Plauderei. Komm hier Figur zu Türen und über Erwachsene lustig machen. Du siehst ganz schön komisch aus, Jo. Weißt du das? So ganz, ganz schmalzig in der Fresse. Das ist mir zu viel, ich hau ab. Du stinkst ganz doll. Ich geh jetzt zu meinem Mann. Weißt du das, Füchse? Oh. Oh mein Gott. Das ist ein bisschen übertrieben, finde ich. Also mit den, das finde ich gerade ein bisschen übertrieben mit den Eltern überall, ey. Das ist ständig... Okay. Der Wunsch ist, Freund mit Go, mit Gerd willst ein Freund werden. Oh, Gerd, du hast Süßigkeit schwer. Ich mag dich nicht! Ich mag. Oh, Ey, hör doch mal auf da hinten, ne? Vor allem davon kriegt die Hunger, ne? Weil sie das von zu Hause kennt. Wenn ihre Eltern da. Gibt's dann. Spielst du gerne Magic the Gathering? Verstehst du schon, das Kartenspiel? Was ja, Jo. Kommentieren. Ich bin mal auf einer Bahnharnschale ausgerutscht. Ja, das kann ich, ja. Bin ich auch öfters. Deswegen habe ich so ein blattes Gesicht. Witz erzählen möchte die Kleine. Ich hasse dich! Die hassen sich, oder? Das geht alles runter. Minus, 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 minus. Also Freunde werden die nicht. Schuh. Jemand braucht ihn, Naruto, wie zu meinen. Bekannter halt, der ist auch mein und böse, das hat sich schon rausgefunden. Warum geh die zu dem hin, ey? Der ruiniert dein ganzes Leben. Ja, so soll's aber auch ja, sein. Ja, genau. Hier ist ja noch ein kleiner Besuch. Oh, die Sonne scheint draußen, wie schön. Ich geh mal gucken, ob sie auch noch. Weißt du, dass Pinguine einen Anzug tragen und so. Aber ich glaube, ich gehe da mal lieber, weil ihr seid ein bisschen zu dumm. Ich wollte ja nochmal herkommen, um mal die gerne hier zu zeigen. Tschüss! Wir werden uns nie wiedersehen. Das hast du dir so gedacht. Demnächst stehen sie alle vor der Tür, ey. Na, ich weiß ja nicht, Hauptmann. Wir wollen gerne Pizza mit euch essen! Yo! Wir gehen mal in den Magnolien Park, würde ich sagen. In Magnum Park? Magnolien Park. Achso. Na, ich würde sagen, jetzt mal nach der Aufnahmesession der nächsten oder so dann schon älter machen, weil dann haben wir so knapp 4 bis 5 Folgen, wo sie Kinder sind. Das reicht doch aus, weil als Kind kann man so ultra wenig machen. Als Protagonist. Auch ewig lange Ladezeiten. Willkommen im Magnolienpark. Verschläft dich und verschläft das Marina Breuer. Oh, das wird dem Herrn gerne groß gefallen. Könnt ihr sich gleich mit dazu packen, ey. Das ist ja sein Leben, das kennt man ja schon aus den vergangenen Let's Plays. Mein Let's Plays gab nur eins zu. Dass der dann gerne sich mal dahin legt. Ja, komm, lass uns ein bisschen graben hier und da. Und Frösche. Ist gerne draußen, ist ein kleines Fröschchen. Ich spiele mit Fröschen. Ist krank. Wo ist die? Ich sehe die nicht. Da. Nö, die, keine Ahnung, was die macht. Ach, da kommt's. Hey, ich krieg jetzt einen Schnappatmung nur durch das Hep-Hep-Hop-Hop-Hop. Jetzt ist sie weg. Die kommt da. Warum läuft die nicht über das Gras? Ist dumm? Ich muss Weg benutzen.
Ich hätte auch euch schlimmer treffen, also denkt dran. Down! Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach, don't worry, be happy, das wollte ich sagen. Wir haben lecker Frösche und Zeug, gibt's hier. Ein Smaragd habe ich. Was will die mit Smaragden? Damit kann die sowieso nichts anfangen. Die weiß nicht mal, was das ist. Soll ich lieber einen Froschburger machen oder so? Flup. Ja, hättest du auch machen können. Und ein Fossil hat sie noch gefunden. Und die muss irgendwas ganz dringend. Einmal aufs Klo muss er mal. Das ist vergessen, hier gibt es keine Toilette. Du musst dir in der Hose machen. Du darfst das. Mal älter wird, wird's gruselig. Wer ist das? Luisa Keitz. Reitz oder Keitz? Muss ich lesen. Wo ist sie denn? Die Kleine. Nicht nach Hause gehen, Entschuldige. Noch drauf zoomen. Achso. Ein wunderschöner Tag. Am Streben, am Leben. Auf einen nach dem Leben streben. Ja, guckst du, das ist einfach nur noch ein, der hat abgeschalten schon. Ja, aber ich weiß nicht wirklich gerade, was ich dazu sagen soll. Ein Kind läuft durch den Park. Ein Kind, es läuft. Es genießt die Sonne. Also es genießt die Sonne. Lecker, eine Sonne! Nee, das ist keine Sonne. Ja, keine Ahnung, ich hab's nicht genau gesehen. Ich will's auch nicht sagen. Eine Schatzkarte, Muss ich eigentlich noch was zu begraben finden? Das kann die doch bestimmt sowieso nicht machen, oder? Was? Ich schätze sowieso. Nee, das ist bei den Graben, brauchst du die Schatzkarte. Das sind seltenere Sachen, wenn du da gräbst, nur Schatzkarte. Nee, ich wollte nach Schatz graben. Aber die muss dringend pissen, ey, und wir lassen sie einfach laufen, ey. Ja, noch ist es noch im gelben Bereich. Ja, im Wachsen des Wortes. Ist eine hochspannende erste Folge, würde ich sagen, ne? Ja, klar. Das ist nochmal in der ersten Folge ungefähr. Jetzt sitzen lauter Leute, da stelle ich mich mal dazu. Na, guck dir das mal an. Da kommt schon wieder seine alte Passion für Bänke durch, muss ich sagen. Version für Bang. Aus dem Weg! Aber was will die Kleine denn nur? Die glitscht gleich durch dich durch, Junge. Nee, die klebt an dem Arsch, ey. Die klebt an dem Arsch. Flup. Oh, wow. Wer bist du? Christina Förster, ey. Sieht nicht aus wie eine Christina Förster. Sieht sonst aus. Mein kleiner Toni, ich hab jetzt wird's leiser. Ja, politisch korrekt war das jetzt aber nicht. Jetzt ist er weg. Glaube ich. Politisch korrekt oder verfolgt die dich? Die will deinen Schatz. Natürlich will die meinen Schatz. Gib mir dein Geld! Wenn wir schon so sind, dann muss ich sagen, es ist doch kein Jude, es ist ein gierischer Jude. Boah. Jetzt war's das gleich. Jetzt macht er sie. Ohne Kapsel. Und dann ist sie ewig lange bedrückt, deswegen. Zu. Geh nach Hause, Kleine. La, meine Blase macht boom, 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 boom. Was denn? Okay. Meine Blase macht boom. Oder machen wir eine. Nein, die läuft jetzt nach Hause. Das schafft die eh nicht bis dahin. Guck mal, wie die läuft schon. Oder drehe ich das Alter allgemein runter, aber so scheiße, weil dann sind die anderen, dann hast du ja ein übelst kurz. Ach, dreh das Leben lieber runter. Bevor wir so instant selber, ey. Machen wir lieber kürzere Leben. Ist halt so eine Staffel nicht so lang. Dampf in allen Gassen, ey. Hans Dunst. Ja, ich sehe es von hier alles. Hans Dunst. Lebensdauer normal. Anwendung. Verwenden. Was? 13 Tage. Oder machen wir ein ganz kurzes Leben? Wie lange ist
da, wenn ich sage, es ist ein kurzes Leben? 2 Tage. Noch 7 Tage, aber mal kurzes Leben ist halt eh eine Staffel nicht ganz so lang. Müssen wir halt mehrere Charaktere irgendwann erschaffen, ist auch nicht so schlimm. Aber 7 Tage als Kind ist schon in Ordnung, ey. Weil länger hältst du auch gar nicht durch. Hau ab hier, Daddy! Ne, wobei, nee, ich mach lieber ein normales Leben. Das ist, klotz mir nicht beim Bullern zu, ey. Weil sonst hat's ja irgendwann später gar keine Chance in der Liebe zu finden. Sonst hat's ja später gar keine Chance in der Liebe zu finden. Liebe du zu finden. Aber Hiebe. Die auch. Tschu, ich höre mir das mal ein bisschen an, wie meine Tochter damit schifft. Irgendwie wird mir der Vater langsam unsympathisch, muss ich sagen. Der steht immer in der Nähe von dem Kind, ey. Immer.